Ja, ich wurde gebeten, zum Thema Verharmlosung der Risiken der Atomenergie zu sprechen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr breites Feld, ein sehr großes Thema. Und meine Überlegung war, dass ich anfange, ein bisschen was über die Geschichte der Atomenergie zu berichten, weil es da auch viele, ja, wie soll man sagen, Missverständnisse gibt, wie es eigentlich zur Atomenergie kam. Viele Befürworter der Atomenergie wollen den Leuten ja Glauben machen, man habe eine billige Methode gesucht, Energie zu produzieren und sei da auf die Atomenergie gestoßen. Dass das nicht der Fall war, dass die Ursachen der Atomenergie und die Ursprünge der Atomenergie andere sind, da werde ich kurz drauf eingehen. Dann werde ich den Begriff der nuklearen Kette erläutern. Die nukleare Kette, angefangen vom Frontend, also dem Beginn der Atomenergie, nämlich dem Uranbergbau, bis hin zum Backend, also dem Ende des Ganzen, dem Atommüll. Werde auf unsere Ausstellung Hibakusha weltweit eingehen und dann einen kleinen Ausblick wagen, wie die Geschichte der Atomenergie von hier an weitergeht. Gut, es geht los mit der Geschichte, die kurze Geschichte der Atomenergie, und die beginnt wie das atomare Zeitalter insgesamt in der Wüste von New Mexico in den USA während des Zweiten Weltkrieges. Das Manhattan-Projekt hatte über viele Jahre eine Atombombe entwickelt, die als kriegsentscheidende Waffe zuerst noch gegen Hitlerdeutschland, später im Verlauf des Krieges dann gegen Japan eingesetzt wurde. Am 16. Juli 1945 detonierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Manhattan-Projekts die erste Atombombe, The Device, den man einmal links hier im Bild noch bei Anfahrt und einmal rechts nach der Explosion dann sieht. Und wie wir alle wissen, war zu diesem Zeitpunkt Deutschland bereits in die Knie gezwungen, sodass die erste Test dieser Atomwaffe im tatsächlichen Krieg dann in der japanischen Hafenstadt Nagasaki, erst in Hiroshima und dann 3 Tage später in Nagasaki erfolgte. Hier Bilder vom August 1945, die Zerstörung, die die Atombombe in Hiroshima anrichtete. Und spätestens seit diesen denkwürdigen Daten war die Menschheit informiert darüber, dass es diese Technologie der Kernspaltung gibt. Und man kann sich vorstellen, dass namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits damals im Sommer 1945 davor warnten, was es bedeutet, als Menschheit diese unglaubliche Macht zu besitzen, ganze Städte mit einer Bombe auslöschen zu können. Es kam, wie es kommen musste. Andere Staaten kopierten diese Technologie. Am August 1949 testete die Sowjetunion ihre erste Bombe im damals noch sowjetischen Semipalatinsk, im heutigen Kasachstan. Und so war die Vormachtherrschaft der USA, was die Atomtechnologie angeht, gebrochen und der Beginn des atomaren Wettrüstens startete. Dicht gefolgt von Großbritannien, Frankreich und später dann auch China als andere Staaten, die ebenfalls Atomwaffen entwickelten. Und in der ersten Phase dieses atomaren Zeitalters wurde Uran vor allem dafür gebraucht, waffenfähiges, spaltbares Material herzustellen, also Uranbomben oder auch später dann Plutoniumbomben, diese Wasserstoffbomben. Und das war natürlich in der Öffentlichkeit ein sehr, sehr schwieriges Thema zu verkaufen. Also man hatte die Bilder von Hiroshima und Nagasaki vor Augen, und eigentlich war die überwiegende Meinung in der Bevölkerung weltweit, diese Technologie, die darf eigentlich nicht weiterentwickelt werden. Und die USA haben dann etwas sehr, sehr Schlaues gemacht. Sie haben einen positiven Spin gesucht, also ein Aspekt an dieser ganzen Atomtechnologie, der Atomwaffen, Atomenergie, Atomspaltung für die Menschen attraktiv machen könnte. Und dazu nutzten sie einen, ich sage jetzt mal, Nebeneffekt der Herstellung von Atomwaffen, nämlich bei der Bebrütung des Urans hin zu waffenfähigem, spaltbarem Material wurden enorme Mengen Energie freigesetzt. Und was man halt so macht in Kraftwerken, man nimmt diese Energie, die freiggesetzt wird in Form von Wärme, und benutzt sie, um Wasser zu kochen. Und dieses Wasser verdampft, und mit diesem Dampf kann man dann Turbinen antreiben und kann Strom produzieren. Und diesen Aspekt nutzten dann die Militärs und die Regierung,
um aus der Atomwaffenproduktion heraus eine zivile Energieproduktion zu entwickeln. Und sie nannten dieses Konzept oder dieses Projekt Atoms for Peace, also Atome für den Frieden, was ja schon an sich ein ziemlich dümmlicher Name ist, denn Atome machen natürlich alles Mögliche, aber weder Krieg noch Frieden. Aber die Atomspaltung, die sollte jetzt Frieden bringen, und zwar indem sie unlimitierte Mengen an Energie freisetzen sollte, die Menschheit mit kostenloser Energie versorgen sollte. Der Spruch damals war: Energy too cheap to meter, also Strom oder Energie so billig, dass man gar kein Strommessgerät oder keinen Stromzähler mehr braucht. Das war natürlich damals ein falsches Versprechen, so wie es das auch heute ist. Wir wissen heute, Atomenergie ist tatsächlich die teuerste Methode, die es gibt, um Wasser zum Kochen zu bringen. Aber damals zog dieses Werbeversprechen, mit dem die USA und auch ihre Verbündeten in Europa und in Japan, Südkorea, durch die Welt gezogen sind und gesagt haben: Wir fördern die Atomindustrie in euren Ländern. Und dafür gebt ihr uns das angereicherte Uran, und wir entsorgen das bzw. bauen das in unsere Atomwaffen ein. Also eine Win-Win-Situation, wenn man so will. Und die Sowjetunion zog danach und war tatsächlich das erste Land weltweit, das zivile Atomenergie betrieb, das mit einem Kraftwerk tatsächlich Strom ins Netz einspeist. Und das war der Atomreaktor AM1 in Obninsk in der Nähe von St. Petersburg, damals noch Leningrad. AM1 steht übrigens für, ich werde es jetzt falsch aussprechen, aber Atomski Mir, also das friedliche Atom. Das heißt, wir haben 9 Jahre nach dem Abwurf der Atomwaffen auf Hiroshima und Nagasaki, 9 Jahre nach dem ersten Einsatz der Atomkernspaltung, das erste zivile Atomkraftwerk in der Sowjetunion. Gefolgt dann 2 Jahre später von dem ersten zivilen Atomkraftwerk der westlichen Welt in Sellafield im Nordengland. Die Vorstellung, dass Atomenergie als Mittel für sich erfunden oder entwickelt wurde, zeigt sich hier als Lüge. Wir hatten eine Technologie, die für die Waffenproduktion benutzt wurde, und die, weil sie eine zivile Nebennutzung hat, weil sie einen Kollateralbenefit hat in Form von frei werdender Energie, dann eben in Atomkraftwerken genutzt wurden, die aber alle gerade zu Beginn noch von Militärs, von den Atomwaffenprogrammen und den Verantwortlichen für die Atomwaffenprogramme geleitet wurden. Das heißt, es war tatsächlich so und ist auch in vielen Ländern noch so, dass die Atomindustrie nicht gespalten ist in militärisch und zivile, sondern dass in vielen Ländern die zivile und die militärische Atomindustrie ein und dieselbe ist, dass ein und dieselben Institutionen sich um diese zivilen Kernkraftwerke wie auch um die Atomwaffen kümmern. Das ist in Russland so, das ist mit einigen Abstrichen auch in Frankreich und den USA so. Anders natürlich in Ländern wie Deutschland, wo es nie eine formelle militärische Atomwaffenproduktion gab, wohl aber Pläne unter Adenauer und auch unter Strauß für eine eigene deutsche Atomwaffe, sodass die zivilen Atomenergieprojekte immer auch mit dem Hintergedanken geleitet und angestoßen wurden, sich die Option auf die Bombe offen zu halten. Und das war so in Südkorea, in Japan, in Deutschland, in der Schweiz, in Argentinien, in Schweden und in vielen anderen Ländern, die eben in diesem Spiel mitmischen wollten. 1957, gehen wir mal zurück. 1957, also ein Jahr nachdem Großbritannien das erste Mal selber in seinem Kraftwerk in Calderhall Plutonium herstellte, warf Großbritannien dieses Plutonium dann über Christmas Island im Pazifik in Form einer ersten Wasserstoffbombe ab. Also man sieht die direkten Zusammenhänge, weshalb Calderhall gebraucht wurde, weshalb dieser Reaktor benutzt wurde, war die Produktion von Plutonium für die britischen Wasserstoffbomben. Und hier 1957, also noch einmal 12 Jahre nach der ersten US-Atombombe, das erste US Kernkraftwerk in Kalifornien. Das erste Kraftwerk, was Strom ins Netz gespeist hat.
Und so kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in ihrer Publikation von 2019 auch zu dem Schluss, dass Atomkraft, Atomenergie niemals auf die kommerzielle Stromerzeugung ausgelegt war, sondern auf Atomwaffen. Und dass Atomkraftwerke vor allem als Plutoniumfabriken mit angehängter Stromproduktion konzipiert wurden. Die treibende Kraft, so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, waren immer die militärischen Entwicklungen und Interessen, vor allem die Erzeugung von waffenfähigem Plutonium, aber auch seit den 50er Jahren die Entwicklung von Druckwasserreaktoren als Antriebstechnik für U-Boote und später dann auch für Flugzeugträger. Und das ist eines der wichtigen Erkenntnisse aus der Forschung, das erklärt, weshalb Länder wie zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien weiter so extrem an dieser Atomenergie hängen. Sie benötigen diese Technologie als zivilen Backbone, als Wirbelsäule, wenn man so will, ihrer militärischen Atomwaffenprogramme, die zum einen die Atomraketen, die wasserbasierten Atomraketen beinhalten, die von U-Booten ausgeschossen werden, aber auch beinhalten die atomgestützten Antriebsmöglichkeiten für ihre Flugzeugträger und ihre U-Boote. Und das ist so, egal ob man nach Indien guckt, nach Russland, nach China, in die USA, nach Großbritannien, nach Frankreich und auch in etwas geringerem Maße nach Israel und Nordkorea und Pakistan, also die 9 derzeitigen bekannten Atomwaffenstaaten. Das hier ist eine Grafik, die Staaten der Welt zeigt, in Rot alle Staaten, die über Atomenergie verfügen, die Atomenergie aktiv nutzen. Da ist jetzt zum Beispiel die Türkei, die gerade ihr erstes Atomkraftwerk baut mit russischer Hilfe, schon mit drin. Und in Orange die Länder, die zwar keine eigenen Atomkraftwerke haben, aber in die internationale Atomindustrie eingebunden sind, dadurch, dass sie Uran abbauen. Und vergleicht man diese Länder nun mit den Ländern, die militärische Atomkapazitäten haben, dann sieht man, dass neben den roten, den eigentlichen offiziellen Atomwaffenstaaten und den rosanen, den sogenannten inoffiziellen Atomwaffenstaaten, fast alle Länder, die zivile Atomkraft betreiben, sich auch zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Geschichte ein militärisches Atomprogramm hatten oder noch haben. Prominente Beispiele, zum Beispiel Südafrika, was in der Apartheid-Ära tatsächlich Atomwaffen auch selbst baute, über Atomwaffen verfügte, diese wahrscheinlich auch im Indischen Ozean testete mit israelischer Hilfe, die aber nach der Apartheid-Ära diese Atomwaffen dann abschafften. Aber auch andere Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, Schweden und die Schweiz, die in Europa militärische Atomwaffenprogramme betrieben und dann zu einem Zeitpunkt einstellten. Guckt man sich weltweit die Rolle, die Atomenergie in den Ländern als Stromquelle hat, an, dann stellt man rasch fest, dass Atomenergie keine Lösung ist für alle Länder der Welt und auch sicherlich keine Lösung für den Energiebedarf der Weltbevölkerung, sondern eigentlich ein recht elitäres Projekt, was vor allem die Atomwaffenstaaten und ihre Verbündeten betrifft. Die USA und Frankreich alleine haben 46% der Atomstromproduktion unter sich aufgeteilt weltweit, gefolgt von China, Russland und dem Vereinigten Königreich. Die 5 offiziellen Atomwaffenstaaten produzieren 70% der weltweiten Atomenergie. Hinzu kommen dann noch Länder wie Südkorea oder Kanada oder die Ukraine, also enge Verbündete der Atomwaffenstaaten. Die Ukraine war ja Teil der Sowjetunion vor ihrem Zusammenbruch, aber natürlich auch Deutschland oder Japan, also Staaten, die eingebunden sind in einen atomaren Schirm, die eingebunden sind in Militärbündnisse, in enge Wirtschaftsverhältnissen stehen und die auch eigene Industrien haben, die den US-amerikanischen, britischen und französischen Atomindustrien zuarbeiten oder mit ihnen zusammenarbeiten. In Deutschland war das beispielsweise Siemens. Gut, so viel zur kurzen Geschichte der Atomenergie, die, glaube ich, erklärt, weshalb Atomwaffen und Atomenergie oft auch als zwei Seiten der gleichen Medaille beschrieben werden. Ich komme jetzt zum nächsten Teil meines Vortrags und da geht es um die nukleare Kette. Die nukleare Kette habe ich jetzt hier mal grafisch dargestellt und ich werde jetzt die einzelnen Aspekte der nuklearen Kette durchgehen, weil ich finde, das hilft sehr gut zu verstehen, wie sie miteinander zusammenhängen. Alles beginnt beim Uranbergbau.
Das Uran ist ein Stoff, der aus der Erde, aus dem Berg abgebaut werden muss, entweder physikalisch durch Bergmannsarbeit oder chemisch durch chemische Prozesse, sogenanntes Leaching. Und beim Uranbergbau, der zum Beispiel in Kasachstan oder Kanada heutzutage erfolgt, entsteht neben dem eigentlichen Uranerz, was man abbaut, eine enorm große Menge, fast die zehnfache Menge an radioaktiver Schlacke, an radioaktiven Abfällen, die bei den chemischen, aber auch bei den physikalischen Prozessen, wo ja mit viel mit Wasser gearbeitet wird, dann entstehen und die um die Uranminen herum gelagert werden müssen, in großen Auffangbecken für Tailings und für Schlacke. Das Uranerz wird chemisch aufgearbeitet, bereinigt, wird zu Yellow Cake gemacht und geht dann in große Atomfabriken, wo es angereichert wird. Angereichert auf eine Konzentration von Uran-235 von 5 bis 20%. Das geht dann in die zivile Atomenergie oder eben auf einen Reinheitsgrad von 90 oder über 90%, der für Atomsprengköpfe genutzt wird. Es ist aber das ein und dasselbe Uran, was für beide Industriezweige genutzt wird. Und deswegen ist in vielen Ländern auch die Transportinfrastruktur von Uranbergbau über die Anreicherung, die Aufbereitung, der Transport in die Fabriken ein und dieselbe. Sie ist identisch. Also Frankreich kriegt Uran beispielsweise aus Niger und produziert damit sowohl Brennstäbe für seine Atomkraftwerke als auch die Sprengköpfe für seine Atomwaffen. Und in diesem Prozess ist natürlich auch Deutschland als großer Dienstleister im Atomsektor mit eingebunden. Wir haben Uranreicherung in Grunau, wir haben Brennstäbeproduktion in Lingen. Die Atomwaffen, von denen über 2000 mittlerweile detoniert wurden im Rahmen von Atomwaffentests in den 60er, 70er, aber auch bis in die 80er und in Frankreichs Fall auch 90er Jahre, führen zu radioaktivem Fallout, radioaktivem Niederschlag, der die Umwelt kontaminiert und der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir weltweit radioaktive Cäsiumwerte in praktisch allen Bodenproben der Nordhalbkugel und allen Wasserproben der Weltmeere finden. Aber die zivile Atomenergie hat auch ein Abfallprodukt und das ist der Atommüll. Also die abgereicherten Brennstäbe, aber natürlich auch alle radioaktiv kontaminierten Gegenstände aus den Kraftwerken. Und da gab es ein paar Jahre die Vorstellung, naja, diesen ganzen Müll, den könnte man ja in solche sogenannte Aufbereitungsanlagen schicken und die könnten dann den tatsächlichen Müll rausfiltern und wieder benutzbare Brennstäbe in die Kernkraftwerke zurückleiten. Dieses Konzept kann man heute sagen, ist gescheitert. Es ist nicht wirtschaftlich. Es lohnt sich schlicht und einfach nicht. Die Uranproduktion über den Bergbau ist weiterhin günstiger und es ist auch technisch nicht möglich, die Menge an Atommüll dadurch wesentlich zu reduzieren. Es ist eigentlich ein sehr teurer Fehlschlag der Atomindustrie gewesen. Allerdings, und da komme ich gleich noch drauf, mit einem interessanten Nebeneffekt, nämlich dass enorme Mengen an Plutonium durch diese Aufbereitung isoliert wurden. Die Städten Sellafield in Großbritannien, aber auch La Hague in Frankreich sind voll von pulverförmigem Plutonium, mehr als die beiden Länder jemals für ihre Atomwaffenprogramme nutzen müssten. Es ist auch etwas kompliziert, das in der Form, in der es ist, dann für die Atomwaffen zu nutzen. Aber es entstehen Berge an Plutonium, was natürlich nicht nur radioaktiv, sondern hochgefährlich ist, weil es eben als Dirty Bomb oder in Atomsprengköpfen wiederverwendet werden kann. Wir haben also die Atomindustrie redet gerne von einem atomaren Kreislauf. Für uns ist klar, es ist eine atomare Sackgasse. Es beginnt beim Uranbergbau, geht über die zivile und militärische Atomenergie immer zu demselben, nämlich zu radioaktiven Schlacke, zu Atommüll und zu radioaktivem Niederschlag. Ein Abfallprodukt bei dem Ganzen entsteht, was tatsächlich einen Nutzen gefunden hat, und das ist das abgereicherte Uran. Wir sprechen ja bei der zivilen und militärischen Atomnutzung immer von angereichertem Uran mit einem hohen Prozentwert von Uran-235. Es gibt aber auch das abgereicherte Uran, was einen sehr niedrigen Wert von Uran-235 hat und dementsprechend in der Atomindustrie keine Verwendung hat.
Es hat allerdings den netten Nebeneffekt, dass es unglaublich dicht ist. Es hat eine sehr hohe Dichte und deswegen hat es im Militär eine Verwendung gefunden, sozusagen ein Kollateralbenefit des Ganzen fürs Militär. Sie haben nämlich einen Stoff gefunden, der an die Spitze von durchschlagenden Projektilen gesetzt, ihnen zu einer sehr hohen Sprengkraft oder Durchschlagskraft verhilft und deswegen als Panzer oder als bunkerbrechende Waffen eingesetzt wurden, beispielsweise im Irak, beispielsweise im Kosovo-Krieg. Und das sind Waffen, die nicht nur Panzer und Bunker durchschlagen können, sondern auch durch die Autokombustion, also die Selbstentfachung von Feuer beim Durchschlag, dann explodieren und das Innere von diesen Tankern oder Bunkern dann zum Verbrennen bringen. Gleichzeitig dazu führen, dass große Mengen an radioaktivem Uran in der Umwelt freigesetzt werden, was beispielsweise in Basra oder in Fallujah, aber auch in vielen Orten in Serbien dazu geführt haben, dass es dort steigende Krebszahlen, gerade bei Kindern, Fehlgeburten, Missgeburten gibt. Das also die atomare Kette oder die atomare Sackgasse. Und hier habe ich mal ein paar Beispiele gebracht, die zeigen, wie viele Orte weltweit von der Atomindustrie tatsächlich betroffen sind. Das hier ist eine Uranmine in Ranger in Australien, ganz im Norden, im Kakadu-Nationalpark, die jetzt aufgrund zahlreicher Umweltkatastrophen, Dammbrüche und radioaktiver Kontamination der eigentlich geschützten Regenwälder dort in der Gegend endgültig geschlossen wurde, aufgrund des großen Widerstands der Aborigines vor Ort. Eine weitere Uranbergbaustätte war Monana in Gabun, wo Frankreich jahrzehntelang im Dschungel von Gabun Uran abgebaut hat. Auch hier sieht man die Folgen dieser eigentlich nie wirklich dekontaminierten Uranbergbauaktivitäten. Viele, viele Zehntausende Menschen wurden mit Radioaktivität konfrontiert und sind an den Folgen erkrankt. Kanada, ein großer Uranlieferant des US-Waffenprogramms, Saskatchewan ist eine Region im Norden von Kanada und hier sieht man, wie mit der radioaktiven Schlacke dann umgegangen wird. Das wird in Seen geleitet, die dann als radioaktive Abfallbehälter genutzt werden. Auch Deutschland, beziehungsweise die ehemalige DDR, Sachsen und Thüringen, war an der Uranproduktion beteiligt, war einer der größten Lieferanten des sowjetischen Atomwaffenprogrammes. Das heißt, die Atomwaffen der Sowjetunion, die in Semipalatinsk oder auch in Nowaja Semlja getestet und detoniert wurden, die stammten, oder da stammte ein Großteil des Urans dann aus der DDR. Zwischen 1946 und 1990 wurde im Erzgebirge in Sachsen, aber auch im thüringischen Vogtland Uran in großem Stil abgebaut. Und die Folgen für Mensch und Umwelt sehen wir in Deutschland bis heute. Mehrere Milliarden Euro teuer waren die Renaturierungsprojekte, die bislang gelaufen sind. Es muss bis heute das Wasser aus den Minen weiterhin gefiltert und aufbereinigt werden. Und viele, viele tausende Bergleute leiden bis heute an den Folgen der radioaktiven Kontamination, an Lungenkrebs und anderen strahleninduzierten Erkrankungen. Dann ein paar Beispiele für Atomfabriken, also dort, wo das Uran dann hingeliefert wird, um daraus waffenfähiges Plutonium bzw. waffenfähiges Uran herzustellen. Da ist zum einen Mayak zu nennen, in der Region Kyschtym, in der ehemaligen Sowjetunion, eine Atomindustrieanlage, die bekannt ist für diverse Unfälle. Der Kyschtym-Unfall von 1957, der zu einer riesigen radioaktiven Spur östlich des Urals geführt hat, aber natürlich auch Explosionen, Brände und andere Situationen, die dazu geführt haben, dass der Tetscherfluss, den man hier unten abgebildet sieht, mittlerweile einer der kontaminiertesten Orte der Welt ist. Das Pendant dazu in den USA, im Bundesstaat Washington, ist die Atomfabrik Hanford, ebenfalls einer der kontaminiertesten Orte der Welt. Viel Radioaktivität wurde dort freigesetzt, befindet sich dort im Wasser, im Grundwasser, in den Böden. Und dort wurden auch immer wieder gezielt Experimente gemacht, wie weit radioaktives Jod beispielsweise mit dem Wind getragen wird. Und die gesundheitlichen Folgen wurden billigend in Kauf genommen, dass in diesen Experimenten eben die US-Bevölkerung mit Radioaktivität kontaminiert wurde. Wir haben die Beispiele von Tschernobyl und Fukushima. Hier ein Bild von Tschernobyl mit einem Strahlenmessgerät davor. Tschernobyl, wir haben jetzt gerade diese Woche
den 35. Jahrestag begangen der Atomkatastrophe. Am 26. April 1986 explodierte der vierte Reaktor des Atomkraftwerks in Tschernobyl in der Nähe oder nördlich von Kiew, in der heutigen Ukraine, an der Grenze zu Weißrussland. Und wie wir alle wissen, reichte der radioaktive Niederschlag, der in den kommenden Wochen Europa überzog, bis hier zu uns, nach Österreich, nach Deutschland, nach Frankreich, Großbritannien, Schweden. Wir alle erhielten substanzielle Mengen an radioaktivem Niederschlag. Bis heute sind die Wälder in Österreich, aber auch in Bayern radioaktiv kontaminiert. Bis heute können in vielen Regionen Pilze oder auch Wildschweine nicht frei verzehrt werden, da sie, wenn man misst, erhöhte Strahlenwerte haben, die für den menschlichen Verzehr ungeeignet sind und krebserregend sind, sodass die aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Interessanterweise ist es so, dass wir in Europa relativ laxe Strahlenschutzrichtlinien haben, auch aufgrund der Auswirkungen von Tschernobyl, weil einfach sonst viele Produkte nicht auf den Markt gelangen dürften. Und beispielsweise vor einigen Jahren österreichische, ich glaube, es war Johannisbeermarmelade, wenn ich mich nicht irre, oder auch vielleicht Preiselbeermarmelade, in Japan aus dem Verkehr gezogen werden musste, weil sie die japanischen Richtwerte für Radioaktivität, für radioaktives Cäsium überschritten. Also wir merken bis heute in Europa die Folgen dieser Atomkatastrophe. Natürlich die am meisten betroffene Bevölkerung sind die Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, die unmittelbar in der Umgebung des Atomkraftwerks lebten, vor allem in Pripyat, in der Stadt der Atomarbeiter. Aber natürlich auch die vielen, vielen Liquidatorinnen, die Menschen, die aus der gesamten Sowjetunion herangezogen wurden, um in den Monaten nach der Atomkatastrophe diese zum Abschluss zu bringen, den Sarkophag zu erstellen, die radioaktiven Abfälle in den ausgebrannten Reaktor zu werfen, teilweise mit bloßen Händen. Man schätzt, dass es 800.000 Menschen waren, die von der Sowjetunion für diese Aufräumarbeiten eingesetzt wurden und von denen ein Großteil heute noch unter den Folgen der Radioaktivität leidet. Das aktuellere Beispiel eines großen Unfalls, eines mehrfachen Supergaus in der zivilen Atomenergie ist natürlich Fukushima. Da haben wir dieses Jahr den 10. Jahrestag erlebt und wir erleben, dass auch hier in Fukushima, ähnlich wie in Tschernobyl, die Atomindustrie versucht, das Ganze vergessen zu machen, versucht mit schönen Bildern von dekontaminierten Straßen eine Normalität vorzutäuschen, die so in der betroffenen Region nicht existiert. Es gab 4 Detonationen und Feuer, die zu radioaktiver Kontamination in Japan führten. Von der Gesamtmenge an Radioaktivität, die freigesetzt wurde, sicherlich weniger als in Tschernobyl. Und Japan hatte großes Glück, dass die Winde die richtige Richtung hatten. Denn anders als in Tschernobyl, wo die Winde die Radioaktivität vor allem auf Land transportiert haben, war es in Japan so, dass 79% der Radioaktivität tatsächlich aufs offene Meer geblasen wurden, sodass der Anteil der Strahlung an Land, dort wo Menschen leben, tatsächlich relativ gering geblieben ist. Auf die Nachfrage an den ehemaligen und damals verantwortlichen japanischen Premierminister, welche Maßnahmen die japanische Bevölkerung am meisten geschützt haben und dazu führten, dass die Atomkatastrophe nicht so groß ausfiel wie befürchtet, nannte er Glück und göttliche Fügung. Und ich glaube, da können wir uns alle einig sein, dass das keine guten und verlässlichen Maßnahmen sind, auf die wir uns als Menschheit, als Bürgerinnen und Bürger verlassen wollen. Dass der Wind halt nun mal an dem Tag, wo das Atomfeuer brennt, in die richtige Richtung bläst und uns verschont. Wir haben 2 weitere Beispiele hier aus Atomfabriken. Das ist einmal Windscale bzw. Sellafield in Großbritannien. Ich hatte es vorhin erwähnt, da steht Calderhall, der erste zivile Atomreaktor der westlichen Welt. Hier ist eine Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll und immer wieder gab es hier in Windscale und in Sellafield Atomunfälle, wo große Mengen an Radioaktivität in die Irische See flossen, wo Milch über langere Zeit von den Milchkühen in der Umgebung nicht verzehrt werden könnte, weil eben radioaktives Jod freigesetzt wurde. Also ein abschreckendes Beispiel dafür, wie wir in Europa unsere Umwelt mit Radioaktivität kontaminieren. Und ähnlich wie in Sellafield, auch in La Hague in Frankreich, kommt es ständig zu geplanten oder ungeplanten Freisetzungen von Radioaktivität.
die hohe Radioaktivität, die beispielsweise im Ärmelkanal, aber auch im Irischen See in der Nordsee herrscht, die ist maßgeblich nicht durch die überirdischen Detonationen von Atomwaffentests und auch nicht durch Tschernobyl verursacht, sondern vor allem eben durch diese beiden Atomfabriken, La Hague und Sellafield, die massive Mengen an Radioaktivität jeden Tag ins Meer leiten, in der Hoffnung, dass Verdünnung hilft, diese Radioaktivität weniger schädlich zu machen. Gleichzeitig sieht man in der unmittelbaren Umgebung sowohl von Sellafield als auch von La Hague eine erhöhte Rate an Kinderleukämien, wie übrigens auch um alle deutschen Atomkraftwerke herum. Wir haben jetzt all diese Orte, von denen ich jetzt einige mal genannt habe, auf einer Karte zusammengefasst. Man sieht hier 50 Orte weltweit, an denen die Atomindustrie das Leben, die Gesundheit der Menschen und die Umwelt beeinträchtigt hat. Und man sieht, dass das relativ flächendeckend mittlerweile ist. Und wir haben diese 50 Orte in einer Ausstellung zusammengefasst, die wir zu Ehren der japanischen Überlebenden der Atomwaffen, den sogenannten Hibakusha, die ja ihr Leben teilweise dafür nutzen, um zu versuchen, den Menschen klarzumachen, dass sich so etwas, was sie erlebt haben, nie wiederholen darf, haben wir diese Ausstellung Hibakusha weltweit genannt. Und das liegt vor allem daran, dass dieser Begriff Hibakusha, also die Überlebenden der Atomwaffenexplosionen, mittlerweile auch von Menschen in Kasachstan, auf den Pazifikinseln, aber auch in Lappland genutzt werden, die sagen, auch wir sind Überlebende der Atomwaffen. Denn auch wir leben in Ländern, wo Atomwaffen detoniert wurden. Zwar nicht im Kriegsfall, aber in der Wüste von Semipalatinsk oder eben in Novaya Zemlya im hohen Norden wurden Atomwaffen getestet, wurden detoniert, es wurde Radioaktivität freigesetzt und wir, unsere Bevölkerung, leidet unter dieser Radioaktivität. Musste umziehen, hat ihre Heimat verloren oder hat eben erhöhte Sterberaten, erhöhte Krebsraten. Und auch die Menschen, die in den Uranbergbaugebieten leben, wie hier beispielsweise die Mirar Aborigines, die Menschen in Jatka in Indien, aber auch die Ureinwohner Nordamerikas, die eben überproportional häufig vom Uranbergbau betroffen sind, weil Uranbergbau vor allem in Gebieten von indigenen Bevölkerungen weltweit betrieben wird. Auch diese Menschen bezeichnen sich mittlerweile als Hibakusha. No more uranium, no more Hibakusha, sagen die Menschen in Yadugoda in Jharkhand beispielsweise. Und deswegen fanden wir den Namen Hibakusha weltweit sehr treffend und haben diese Ausstellung auf den Weg gebracht, die man sich im Internet angucken kann oder auch bestellen kann und die eben zeigt, wie ausgeprägt die Effekte der Atomenergie auf menschliche Gesundheit, auf Umwelt sind. Und jetzt komme ich auch schon zum Schluss meines Vortrags. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben darüber gesprochen, wie das Ganze anfing. Wir haben darüber gesprochen, wie eng militärische und zivile Atomnutzung zusammenhängen und wie diese atomare Kette aufgebaut ist. Und wir haben gesehen, dass diese atomare Kette ein weltweites Problem ist. Von den Wüsten Australiens hin zu den Fabriken in Deutschland, hin zu den Atomwaffenstützpunkten in den USA und eben den Orten der atomaren Zerstörung wie Tschernobyl oder Fukushima. Und natürlich auch den Orten, wo der Atommüll lagert, sei es in geordneter, relativ geordneter Weise oder wie in Deutschland, wo in der Asse einfach Atommüllfässer wahllos in irgendwelche undichten Salzstollen gekippt wurden. Wenn man es diesen Menschen hier überlässt, das sind Mitarbeiterinnen von TEPCO, dann geht die Geschichte so weiter. Fukushima ist Vergangenheit. Japan hat es geschafft, alles zu dekontaminieren. Es gab wenige Todesfälle und somit ist Atomenergie weiterhin die beste Option für die Menschheit. TEPCO möchte Geld verdienen. TEPCO möchte neue Atomkraftwerke bauen. Überlässt man es diesen Menschen, die beispielsweise gegen die radioaktiven Olympischen Spiele demonstrieren, hier in Lausanne vor dem Olympischen Komitee, dann wird die Geschichte eine andere Wendung nehmen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir als Bevölkerung auch unsere Stimme erheben, so wie das in Europa ja nach Fukushima und auch nach Tschernobyl, muss man sagen, fast allerorts der Fall war, dass die Bevölkerung nämlich sagt, wir wollen uns diesem Risiko nicht mehr ausgesetzt sehen. Wir wollen nicht mehr unter der ständigen Angst leben, dass bei uns oder im Nachbarland ein Atomkraftwerk detonieren könnte. Und ein Land wie Österreich ist ja umgeben von Ländern, die Atomkraftwerke betreiben. Deutschland, die Schweiz, Tschechien und dementsprechend und Ungarn. Dementsprechend ist man nicht alleine und kein Land der Welt kann Atomenergie an sich abschaffen. Aber wir können alle zu einer Zukunft zuarbeiten,
die Atomenergie nicht mehr als sinnvolle Maßnahme sieht, um Wasser zum Kochen zu bringen. Und es wird jetzt oft davon gesprochen, dass es eine sogenannte atomare Renaissance geben soll. Schaut man sich die Zahlen an, und das sind die Zahlen der Internationalen Atomenergiebehörde, der IAEA. Das sind die Prognosen von 2014 bis 2059, wie sich die zivile Atomenergie entwickeln wird. Also selbst die Atomindustrie selber, die IAEA ist ja mehr oder weniger die große internationale Lobbyorganisation der Atomindustrie, rechnet damit, dass es nicht mehr, sondern weniger Kernkraftwerke geben wird in den kommenden Jahrzehnten, einfach weil die Länder, die Atomkraftwerke vor allem haben, keine neuen mehr bauen, zu wenig neue bauen und keine neuen Länder in maßgeblicher Zahl dazukommen, außer Länder beispielsweise wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder die Türkei, die ganz gezielt Atomwaffenprogramme damit auch ermöglichen möchten. Das hier ist eine Karte, die zeigt, in welchen Staaten Atomreaktoren aktuell im Bau sind. Das ist zum einen die drei Atomreaktoren, die durch Frankreich gebaut werden, in Finnland, Frankreich und England. Das ist zum anderen Russland, was Atomkraftwerke baut, Weißrussland und die Türkei und die Slowakei bauen mit russischer Hilfe, mit Hilfe von Rosatom, Atomkraftwerke. Und dann gibt es einige Staaten hier in Ostmitteleuropa, die ebenfalls mit russischer Hilfe Atomprogramme oder Atompläne haben, die aber in Planung sind, wo noch kein Stein auf dem anderen steht. Das heißt, man sieht, es gibt vor allem in Europa zwei Länder, die die Produktion von Atomkraftwerken fördern. Das ist einmal Frankreich und das ist einmal Russland. Ohne diesen beiden Staaten gäbe es kein neues Atomkraftwerk in Europa. Und dann muss man sich schon fragen, warum tun sie das? Mit welcher Begründung tun sie das? Ich nehme mal als Beispiel die beiden Atomreaktoren, die Frankreich bereits im Bau hat. Das ist einmal Olkiluoto in Finnland, seit 2005 in Planung. 2009 oder seit 2005 wird es gebaut. 2009 sollte es fertig werden und 3 Milliarden Euro kosten. Jetzt aktuell 2021, also 12 Jahre später, ist es immer noch nicht fertig. Das heißt, es soll nächstes Jahr fertiggestellt werden und dann zum fast dreifachen Preis. Ob es jemals ans Netz geht, ob es jemals Strom ins Netz einspeist, weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch keiner. Über Olkiluoto, über dieses Projekt, ist Siemens aus der Atomenergie ausgestiegen, ist Areva pleite gegangen und auch der französische Staatskonzern, der Areva jetzt aufkaufen musste, weil Areva sonst hätte dicht machen müssen, EDF, ist ebenfalls in der Miese. Alle machen Verluste an diesem Projekt. Das ist ein Milliardengrab. Und dennoch wurde als nächstes in Flamanville 2007 mit dem Bau des identischen Reaktors begonnen. Auch hier Fertigstellung nach 5 Jahren geplant für knapp 3 Milliarden Euro. Jetzt, heute 2021, 9 Jahre später nach dem ursprünglichen Ende der Bauzeit, angeblich in 2 Jahren soll es fertig werden und der Preis hat sich mehr als versechsfacht. Und weil diese beiden Projekte doch so erfolgreich waren für die französische Atomindustrie, hat man gleich noch ein drittes aufgesattelt und hat 2018 mit dem Bau eines identischen Reaktors in Großbritannien, in England begonnen, der in 7 Jahren, also nach 7 Jahren, in 2025 fertiggestellt werden sollte und saloppe 18 Milliarden Euro kosten sollte. Mittlerweile sind wir bereits 8 Jahre im Verzug und die Preise haben sich erhöht. Und auch hier muss man sagen, es ist jetzt schon klar, dieses Atomkraftwerk, was vor allem mit chinesischer und französischer Hilfe gebaut wird, wird teureren Strom produzieren als der aktuelle Strompreis in Großbritannien durch Wind oder durch Solar. Und da muss man sagen, nimmt die britische Regierung bewusst in Kauf, dass die britischen Stromkunden irgendwann einmal, wenn dieses Kraftwerk vielleicht einmal fertiggestellt wird, mehr Geld für die Kilowattstunde zahlen werden, als sie es heute zahlen und als sie es durch Wind oder durch Sonnenenergie zahlen müssen. Und da stellt sich schon die Frage, warum macht ein Staat das? Und eine der Antworten kommt aus dieser Studie der University of Sussex, die zeigen konnte, dass die Begründung für das britische Atomprojekt, für
Hinkley Point C und die neuen Atomreaktoren im Militär liegen. Das Militär muss die britischen Atomwaffen, die Trident-Raketen, modernisieren, braucht neue U-Boote, neue Raketen. Und da fehlen ihnen schlicht und weg die Infrastruktur, das Personal, die Mittel. Und weil es sehr unbeliebt ist in der Bevölkerung, Haushalte von 30 Milliarden Euro fürs Militär durchzudrücken, hat man eben Querfinanzierung, Quersubventionierung gesucht und über die zivile Atomenergie eine sehr geeignete gefunden. Und so kann nun der britischen Bevölkerung mit dem Versprechen einer grünen, einer sauberen Energieform, einer CO2-armen Energieform ein Atomkraftwerk verkauft werden, dessen Ziel es eigentlich nicht ist, eine Kilowattstunde ins Netz zu speisen. Das ist relativ unwichtig, ob es das kann oder nicht am Schluss. Wahrscheinlich wird es sogar billiger sein, wenn es das nie tut, sondern dessen Ziel es ist, einen Boom auszulösen in dem Markt der Atomingenieure, in dem Markt der Forschung, der Entwicklung, damit eben als Kollateralbenefit, als Quersubvention das Militär Wissenschaftlerinnen, Forscher, Gelder und Infrastruktur bekommt für den Ausbau des britischen Militärprogramms Trident. Und ganz ähnlich sieht das übrigens in Frankreich aus. Ganz offen und ehrlich gehen die USA damit um. Auch sie sagen, wir brauchen Atomkraftwerke, um unsere Atomwaffenkapazitäten aufrechtzuerhalten. Das erste Atomkraftwerk, was die USA in 30 Jahren gebaut hat, wurde gebaut, Watts Bar 2 vor einigen Jahren, um Stoffe, nämlich vor allem Tritium, für die US-amerikanischen Atomwaffen herzustellen. Und auch die Sowjetunion sagt ganz offen, sie braucht Atomkraftwerke, sie braucht zivile Infrastruktur, um ihr Atomwaffenprogramm am Laufen zu erhalten. Und das sind jetzt ein paar Bilder von dieser zivil-militärischen Strecke, die eben für beide gleich ist, wo man sicherlich argumentieren kann, dass der größte Nutzen aktuell vor allem für das Militär da ist, neue Atomkraftwerke zu bauen. Und natürlich auch für die Antriebe dieser Atom-U-Boote, die als Teil der nuklearen Triade, also landbasiert, luftbasiert und wasserbasierte Atomwaffen, eigentlich die beiden anderen abgelöst haben. Es ist im Jahr 2021 relativ unwichtig, wo man Atomraketen an Land stationiert hat und was für atomar bestückte Flugzeuge man hat. Es hat sich gezeigt, das schlagkräftigste Teil des Waffenarsenals sind die atomar betriebenen U-Boote, die gleich bis zu 12 Atomraketen an Bord haben können, die individuell gesteuert werden können. Jede Atomrakete hat nochmal 6 bis 8 individuell lenkbare Sprengköpfe, sodass mit einer einzelnen Atomrakete, mit einem einzelnen Atom-U-Boot, beispielsweise der USA, die 12 größten Städte der Sowjetunion dem Erdboden gleichgemacht werden könnten. Und mit einem sowjetischen Atom-U-Boot die 12 größten Städte der USA mit individuell lenkbaren Sprengköpfen an verschiedenen Stellen detoniert werden können, sodass ein Atom-U-Boot, wie man es hier sieht, mehr als die hundertfache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe hat. Deswegen, und damit komme ich auch schon zum Schluss, muss klar sein, Atomenergie ist gefährlich. Sie verursacht Krebs. Sie ist teuer, sie produziert CO2, sie ist nicht geeignet, um globale Lösungen zu präsentieren, ist für die Rettung des Klimas schon allein wegen der Zahl an Atomkraftwerken, die man in kürzester Zeit bauen müsste, irrelevant. Wir werden nicht pro Monat ein neues Atomkraftwerk in Europa bauen können. Und sie ist die Grundlage für Atomwaffen. Und der einzige Nutzen, den eine Gesellschaft, den ein Staat im Jahr 2021 davon hat, wenn er ein neues Atomkraftwerk baut, ist es, dass er einen Weg zur Bombe hat oder ein existierendes Atomwaffenprogramm so quersubventionieren kann. Was wir brauchen, ist nicht Atomenergie, um das Klima zu retten oder um unsere Energiebedürfnisse zu decken. Wir brauchen ein nachhaltiges Energiesystem, das auf 3 Säulen basiert, nämlich Energieeffizienz, Energiesparen und erneuerbaren Energien. Und als Basis dieser ganzen Transformation muss eine Änderung der Art und Weise sein, wie wir denken, wie wir mit den limitierten Ressourcen unseres Planeten umgehen wollen, unseres Konsumverhaltens, unseres Transportverhaltens.
Und als Nebeneffekt dieser ganzen Umstellung, dieser Transformation des weltweiten Atomausstiegs, den wir ja mehr oder weniger jetzt bis auf Länder wie China oder diese oder Russland sehen, als netter Nebeneffekt ist auch die Atomwaffenproduktion eben in Gefahr. Das ist ein Risiko, das die Länder, die Atomwaffen haben, durchaus sehen. Sie wissen, dass ohne eine zivile Infrastruktur sie ihre Atomwaffenprogramme nicht mehr adäquat weiterführen können. Und das ist uns als IPPNW natürlich sehr wichtig, diese Verbindung aufzuzeigen. Wir sind ja die Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs. Und wir sehen eben diesen Vertrag zur Abschaffung und zum Verbot von Atomwaffen nur als realistisches Ziel an, wenn auch die Atomenergie mit auf dem Plan steht. Denn machen wir uns nichts vor, solange es Atomkraftwerke gibt, wird es immer die Möglichkeit geben, dass ein Land oder eine Entität es schafft, waffenfähiges Uran, waffenfähiges Plutonium einzusetzen für kriegerische, für terroristische Zwecke. Und andersrum, solange es Atomwaffen gibt, wird es immer Länder geben, die eine zivile atomare Infrastruktur haben wollen, um diese Atomwaffen eben auch produzieren zu können. Das heißt, entweder man geht beide Probleme gemeinsam an und benennt auch die klaren Verbindungen, oder man kann die Probleme nicht lösen. Hier gibt es einige Informationen, die wir mal zusammengestellt haben. Das Infoblatt Risiken und Nebenwirkungen der Atomenergie, was ich kurz gerade eingeblendet hatte. Unser Infoblatt Atomenergie, Treibstift für die Bombe, was nochmal diese Verbindung zwischen militärischer und ziviler Atomnutzung zeigt. Ein Vortrag, warum Atomenergie nicht ein Mittel gegen die globale Erderwärmung sein kann. Ein Artikel über den Ausstieg in Europa, die Ausstellung Hibakusha weltweit, unser Bericht 30 Jahre Tschernobyl, 5 Jahre Fukushima und unser Atomenergie-Newsletter. Die Links sind alle hier hinterlegt, die werden wir auch noch mal rumschicken. Und für alle, die sich interessieren für die gesundheitlichen Folgen von Fukushima, kann ich nur wärmstens unsere Fukushima-Desaster-Seite empfehlen. Wir hatten jetzt im Februar einen internationalen Fachkongress, wo es um die Folgen der Atomkatastrophe von Fukushima ging, wo wir 10 Stunden Videomaterial zusammengesammelt haben von Expertinnen und Experten weltweit mit dem aktuellsten Stand der Forschung. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit von unserer Sicht aus. Ich weiß, du hast es trabig, wie wir Alles gut gut, ich habe österreichisch Zeit. sagen. Es ist eine Frage aufgetaucht im Q&A bezüglich der Small Modular Reactors. Ja. Dalibor Strasky hat bereits geantwortet mit dem Link zur Studie der Nuclear Consulting Group. Und Arne Gundersen hat erklärt, dass hier auch die Probleme die gleichen sind wie bei den großen Atomkraftwerken. Jetzt wäre es noch interessant, wie du das als IPPNW-Mitglied siehst und IPPNW bewegt. Ja, also ohne jetzt was doppelt sagen zu wollen, Small Modular Reactors, also der Gedanke, man könnte jetzt kleine Modularreaktoren herstellen, die dann beliebig ergänzbar sind, ich kann verstehen, woher der Gedanke kommt. Vor allem das Militär hat ja immer das Problem, wenn es einen Auslandseinsatz hat, dass es eine Stromquelle braucht. Gerade in heutigen Zeiten, wo viel Digitalisierung auch im Militär stattfindet, wo man Drohnen betreiben muss, wo man eine TI-Infrastruktur braucht, da braucht man viel Strom. Und den hat man vielleicht nicht an der Küste Ostafrikas. Und da ist natürlich ein mobiles Atomkraftwerk, was dann dorthin gefahren werden kann und dann Strom produziert, sehr attraktiv. Für das Militär mag das wirklich von Nutzen sein. Jetzt kann man sich fragen, ob man das will oder nicht, dass das US-Militär mehr Auslandseinsätze machen kann. Für die Bevölkerung ist das natürlich Quatsch. Der Preis eines Small Modular Reactors sinkt ja nicht, weil er kleiner ist. Er steigt ja eher. Das wissen wir ja von Technologie, dass nur durch eine Verkleinerung, durch eine Skalierung der Preis nicht steigt.
Die Gefahr allerdings ist dieselbe. Wir haben Reaktoren, die spaltbares, die waffenfähiges Material haben und gleichzeitig auch radioaktives Material, was bei einem Unfall eben freigesetzt werden kann. Und wenn man jetzt bedenkt, dass eins der Versprechen dieser Small Modular Reactors ist, die sogenannte dritte Welt, die Entwicklungsländer mit billiger Energie zu versorgen, dann ist der Gedanke, dass jetzt plötzlich kleine Mini-Atomreaktoren in allen möglichen afrikanischen Krisenstaaten stehen, nicht unbedingt einer, der mich daran denken lässt, dass wir damit die Welt sicherer machen. Insofern, Small Modular Reactors sind interessant fürs Militär, als Antrieb für U-Boote, als Antrieb für Flugzeugträger und interessant für Auslandseinsätze. Für eine sinnvolle Versorgung der Bevölkerung mit Strom sind sie viel ungeeigneter als jetzt beispielsweise Solar, Wind, Erdwärme und andere erneuerbare Energieformen. Ja gut, danke für die Beantwortung dieser Frage. Ich präzisiere noch, das war von, und ich spreche das jetzt garantiert völlig falsch aus, Peep Martiste aus Estland, weil dort ja ernsthaft darüber nachgedacht wird, ein Programm mit Small Modular Reaktoren in den nächsten 10, 15 Jahren realisieren zu wollen. Aber ich glaube, die Frage, ob das überhaupt geht und ob es Sinn macht, ist damit hinlänglich beantwortet.